Hey und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Full House Challenge. Und ich habe jetzt einen Monat nicht das Let's Play gebracht oder so, weil ich in der Zwischenzeit einfach keine Lust hatte und einfach nur gestreamt habe. Aber ich bin jetzt wieder guter Dinge, mit meinen Let's Plays an sich auch mal hinterherzukommen. Und da stehen wir in der umgestylten WG mit Jahreszeiten. Das Add-on ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen, aber irgendwie haben wir es hier noch nicht gespielt. Und unsere lieben Pitahaya-Bäume, die werden jetzt nur noch im Herbst ergiebig sein. Aber das wird kein Problem, denke ich. Ich meine, wir haben ja aktuell noch 31.000 auf der Kasse. Und ja, ihr seht diese Reihenfolge hier. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt direkt verändert hat oder ob es einfach nur ein bisschen nach vorne gegangen ist. Wir waren auf jeden Fall bei Victor stehen geblieben. So wie ich das nachgeschaut habe. Und wir werden jetzt bei ihm auch einfach weitermachen und diese Rotation dann hier einfach weiterverfolgen, dass wir dann hier immer den nächsten nehmen und dann passt das schon. So. Ja, das Wohnzimmer müsste auch echt mal umdesignt werden. Aber da habe ich noch nicht so große Ideen, ehrlich gesagt. Oder Ambitionen, wie man es nehmen mag. Ja. Auf jeden Fall die Zimmer, die sind ja schon echt gut designt, ne? Also da haben wir uns ja schon echt Mühe gegeben. So der Viktor. Bei ihm haben wir auch schon uns voll ausgelassen. Das können wir auch erstmal so lassen, das Zimmer, denke ich. Und wir gucken jetzt mal, was wir mit ihm machen. Ja, es ist jetzt eine gute Frage, ne? Also einmal Haushalt oder einmal einen Fitnesstag. Wir machen jetzt spontan mal den Fitnesstag. Bist du denn in der Fitnessgruppe? Nein, bist du nicht, dann geht das ja auch gar nicht. Gut, dann machen wir jetzt die ultimative Haushalts-AG. Und ihr dürft anfangen, euch um den Haushalt zu kümmern, während er hier auf der Bank schläft. Das ist sehr vorbildlich. Ich muss schon sagen. Okay. Der Cäsarsalat. Weißt du was? Wem auch immer der gehört, aber du isst den jetzt einfach mal. Du hast nämlich so Halbhunger, wenn man das so nennen kann. Und dann schauen wir mal. Na, da freut er sich schon. Der gute Viktor. So. Ja, was treiben wir denn mal Schönes? Olivia muss dann auch bald zur Arbeit. Das ist schön. Was ist das denn hier? Jetzt die Galerie, die ist auch komplett anders geworden. Also, das ist mir letztens aufgefallen beim Stream, wenn man dann hier guckt. Wobei dieses Overlay hier an sich noch recht gleich aussieht. Ne? Ist hier noch von Tadokiarika das ein oder andere Gebäude mit dabei. Ich lösche die auch nicht, weil ich finde die echt schick, was sie hier so baut. Sie hat so ihren eigenen Stil, das finde ich auch immer sehr geil. So, Katalog. Ach, da sieht man das schon. Ich hatte mal so einen Windenburg-Starter. Das ist dieses Haus von der Vier Jahreszeiten-Gameplay-Dings. Season-Starter. Ne, das war ein anderes, glaube ich, oder? Season-Starter. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr, ey. Ja, jetzt wo ich das sehe, ich müsste auch echt mal wieder die Einfamilienhaus-Challenge weiter streamen. Ich glaube, Sarah wartet da schon. Oder Sarah hat auch voll vergessen, dass wir diese Challenge überhaupt am Start haben. Und hat bestimmt auch gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das mal fertigstellen müsste. Ist bestimmt so aus den Augen, aus den Sinn. Ach, sie macht das sauber. Ich dachte gerade, sie guckt die Fische da an. Aber nein. Was macht er jetzt? Ein Nickerchen. Nein, du brauchst kein Nickerchen. Was du brauchst, findet sich hier unten. Und zwar ein Training. Ich meine, er ist zwar der Geschäftsmann, aber man sieht, er setzt langsam an. Und das wollen wir ja ein bisschen unterbinden, sagte ich und habe mir gerade ein Glas Cola eingeschenkt. Aber zum Zocken und zum Let's Playen, da muss man sich sowas einfach mal gönnen. So, dann darfst du jetzt mal fleißig Sport treiben. Was immer noch ein bisschen lästig ist. Phyllis kommt bei ihrer neuen Geschichte nicht weiter. Ihr ist aufgefallen, dass ihr Kollege versehentlich ein vorläufiges Manuskript im Büro liegen lassen hat.
Wir sind ehrlich, weil das andere war, glaube ich, immer schlecht, ne? Okay. Claudio hofft, mit Klavierunterricht für die Nachbarskinder etwas Geld nebenbei zu verdienen. Doch sein allerbester Schüler verschüttet überall auf den Tassen Limonade. Er kann den kleinen Banausen entweder sagen, er soll nächste Woche wiederkommen, wenn das repariert ist, oder die Mutter die Reinigung und Reparatur in Rechnung stellen. Nein, wir werden den Unterricht verschieben, wir sind mal nett. So. Phyllis, ihr Kollege wird befördert, da er ein bahnbrechendes literarisches Werk eingereicht hat. Ach, hätte sie doch nur. Ja, die Frage ist, ob das auch gut gewesen wäre. Gut gemacht, nachdem Claudio die Tasten eine Stunde lang mit einer Baumwollunterhose abgetupft hat. Boah, ist das eklig. Klingt das Klavier so gut wie neu. Es war zwar etwas Arbeit erforderlich, aber er konnte eine kostspielige Reparatur vermeiden. Das ist ja echt nett. So, sie muss jetzt fleißig arbeiten. Ich habe eben schon nachgeguckt, und zwar er hier und sie hier, die sind schon fleißig am Arbeiten. So. Du wirst dich jetzt hier richtig verausgaben, mein Freund, dass du nicht nur hier unten rumstinkst, sondern dass deine Stinkschwaden bis ins Nachbarhaus ziehen. Das sage ich dir, Digga. So, und jetzt gehst du nochmal am Gewichtestemmen an die Grenzen. Das muss nämlich sein. Weil guckt ihn euch mal an. Okay, jetzt guckt ihn euch erst recht an, so dreckig wie der geworden ist. Okay. Dafür darfst du dir jetzt eine Badewanne nehmen. Und zwar ein Muskelentspannungsbad sogar. Das schadet bestimmt nicht. Ich frage mich, wenn man so ein Muskelentspannungsbad nimmt, ob er dann auch das Gefühl hat, dass ihm so die Muskeln wehtun, so, wisst ihr? Starker Zusammenhalt. Ach ja. Was diese Stimmung kann durch den Kauf eines Gruppenklimas aus der Gruppenvorteileleiste verändert werden. Nee, das wollen wir ja gar nicht. Wenn die Leute glücklich sind, ist ja nicht schlecht, ne? So, Mr. Dreckig wird jetzt sauber. Oh Mann, ey, die Leute werden hier älter und die werden alle dick irgendwie. Schon geil. Also nicht so, aber. Ja, und dann, wenn du da fertig mit deinem Bart bist. Was schon ewig dauert. Sag mal, wie lange badest du denn? Jetzt ist er fertig. Dann geh nochmal auf Toilette. So, Phyllis hat auch schon Geld herbeigebracht. Das ist echt gut. Ich hoffe, du schaffst das noch. Hier ist irgendwo ein PC kaputt. Oh, das nervt mich. Da. Dieses Geräusch, das ist echt eine Katastrophe. So. Ach ja, hier hatten wir ja das Problem, dass sein PC einfach abhanden gekommen ist. Aber irgendwas stimmt hier sowieso nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den Teppich hier so hingelegt haben. Erst recht nicht bei Victor mit rein. Das habe ich garantiert so nicht gemacht. Ja, dann schlaf mal da, wo du gerade bist. So mitten auf der Treppe. Alle wundern sich. Oder noch besser, alle gehen an ihm vorbei, als ob da nichts bei ist, dass der da auf der Treppe schläft. Nein, er schläft im Garten. Okay, ich würde sagen, wir lassen die Versammlung jetzt gleich mal enden. Der Timber ist unterwegs. Der ist so toll. Er ist so toll. Trockene Kleidung. Weil trockene Wäsche anhat. Es ist ja schon mal von Vorteil, ne? Aber wenn da jetzt steht trockene Wäsche, ne? Kann es auch sein, dass sie nasse Wäsche anzieht. Aber warum? Oh, wisst ihr was? Das geht hier so nicht. Wir dürfen das zwar eigentlich nur bearbeiten, wenn das, bei. Ah, jetzt muss ich die Move Objects nochmal anmachen. Wenn wir bei ihm in der Rotation sind. Aber da das Haus sich hier irgendwie umstellt, machen wir das mal so. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben Charisma-Dings und den Zen Exercise Huntelbonk. Die verkaufen wir auch. Braucht kein Mensch. Wir haben nämlich im Keller unsere Hantelbanks, oder? Ja.
Nicht, dass hier jetzt eine weg ist oder so ganz plötzlich. Was ja auch mal durchaus sein kann. Ich finde diese Evolution von dem Haus einfach schon geil, ne? Und wenn ich überlege, dass wir hier mit nichts angefangen haben und wie eingerichtet das jetzt hier einfach alles ist. Sag mal, was machst du denn da? Ich stehe vorm Bett, ich möchte schlafen, aber ich weiß auch nicht. Gut, warum nicht? So, jetzt habe ich mir was zu trinken eingeschenkt und ratet mal, was ich mal wieder nicht getan habe. Ja, was getrunken. Das passiert mir irgendwie öfters beim Let's Playen. Außer wenn ich dann meinen Mund so trocken gelabert habe, dass ich dann wirklich merke, okay, jetzt könnte ich mal wieder ein Schluck vertragen. So, sie verdient einfach 1500 und er 1089. Ja, die verdient ja richtig reich. Ich finde auch geil, dass wir ihr schon graue Haare gemacht haben. Das ist voll in Ordnung. Ja, lacht nur im Schlaf, ist kein Problem. Ich finde ihr Zimmer ja auch ziemlich cool, dass sie hier ihre Schlafecke hat. Das ist, was wir tatsächlich noch ein bisschen verbessern können hier bei ihrem Zimmer, dass wir hier noch ein bisschen Deko und sowas mit hinzufügen. Was mich nervt, wenn man weiter ranzoomt, dass diese Balken ausgeblendet werden. Dabei haben wir die doch extra dahin gebaut, damit diese Begrenzung bewusst wird. Aber gut. Jedenfalls bei ihr stimmt hier noch alles. Das ist schon mal gut. Man könnte dann hier den PC vielleicht noch einrichten und hier in der Ecke dann noch einfach, keine Ahnung was, was sich halt so anbietet. Was macht er da? Also eigentlich will ich gar nicht wissen, warum er hier in Herzchenunterwäsche rumrennt, aber gut. Das hier finde ich irgendwie auch cool gelöstes Zimmer hier. Wir hätten ihr das ja ein bisschen vergrößert hier, glaube ich. Also sie muss mal auf Toilette, Mensch. Sie ist die Einzige hier mit so einem Top-Körper, aber gut, das liegt auch in ihrem Berufsweg. Aber das fand ich hier auch echt cool, das Zimmer. Das hat mir auch echt gut gefallen. Das hier geht so. Also mir gefallen an sich alle Zimmer, aber so von dem Schnitt her zum Einrichten, weiß ich nicht, mit dem habe ich mich nicht so identifiziert. Das hier fand ich noch ganz cool, dass wir hier einfach noch so einen Raum mit eingefügt haben, dass er hier doch mal seinen extra Schlafbereich hat und hier seine Reptiliensammlung, seine ganzen Frösche, das ist so cool. Und, ach ja, irgendwelche Bilder haben wir ihm hier hingehangen. Da kommen diese Zimmer hier. Das hier, das stört mich hier am meisten, vor allem, weil er immer seine Wäsche überall liegen lässt. Da kann das Zimmer nichts für, aber egal. Oh, wir haben mittlerweile Herbst. Das ist ja schön. Da müsste der Garten jetzt ja mal sprießen vor Ernte, hoffentlich. Das Zimmer hier fand ich irgendwie auch mega cool. Allein weil diese Wand hier so gut reinpasst. Oh geil, die Blätter regnen hier runter. Ich habe ja noch nie richtig Jahreszeiten gespielt. Das erste Mal, dass ich es richtig gespielt habe, war im Jahreszeiten-Gameplay. Und da waren wir bisher nur im Sommer. Weil ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, das so zu spielen. Aber gut. Dieses Zimmer finde ich irgendwie auch cool, wegen diesem Teppich. Das passt irgendwie so richtig. Und er ist irgendwie so das Business-Zimmer. Das hat irgendwie auch was. So. Claire verdient so und so viel, während sie krank zu Hause war. Claire hat einen Urlaubstag verdient. Ja, Mann. Ich möchte auch mal krank zu Hause sein und einen Urlaubstag verdienen. Also, das wäre schon geil. Und sie verdient einfach 1900. Können hier richtig. Also, ich finde diese Gehaltsunterschiede echt krass. Aber das ist in echt ja auch so. Den Gehaltsunterschieden. Wobei ich das teilweise dann doch zu heftig finde, dass. Also, was manche da für Unterschiede haben.
Das hier habe ich auch definitiv nicht so gebaut. Oder vielleicht doch. Aber an das hier kann ich mich nicht erinnern. Dieses merkwürdige Spiel, ne? Eigentlich könnte man hier jetzt auch noch Fenster hinzufügen. Aber muss nicht. Vielleicht später, wenn man Lust dazu hat. So, die haben jetzt hier schon wieder die Schnelligkeit irgendwie weggemacht. Sein einen Laubhaufen, ist ja geil. Verbrennen. Wir können einfach den Laubhaufen verbrennen. Das ist eine echt tolle Idee neben unserem Grundstück, was hier so richtig eine schöne Linie hat, die sich hier langkokeln kann, ne? Einen Laubhaufen zu verbrennen. Aber das können wir mal ausprobieren, was haben wir hier Geiles. Ach hier, das ist ja cool. Ich bin voll begeistert, dass hier so Texturen von Blättern auf dem Boden sind. Mensch, das ist ja eine Erneuerung, ey. Ach, hier sind noch mehr Laubhaufen. Das ist ja mal Hammer. Ist auch eine sehr gute Idee, diese Laubhaufen hier anzuzünden. Wären die eigentlich irgendwann unterschiedlich groß? Herbst. So. Okay, also der Jahreszeitenwechsel wird mit diesem tollen Geräusch angekündigt, was einfach klingt, als ob hier irgendwas im Gange ist, was vielleicht nicht im Gange sein sollte. So, dann nimm mal eine erfrischende Dusche, warum auch nicht, ne? Und haben wir denn zufällig noch was im Kühlschrank? Wow. Okay, vielleicht kochst du dann einfach was Neues. Frühstück servieren. Mach doch mal Pfannkuchen. Pfannkuchen zum Frühstück, warum auch nicht? Sie kommt da mit Badesachen aus dem Keller. Ach ja, dieser coole Poolbereich. Okay, sehr betrunken. Das klingt echt hart danach, als ob er betrunken ist. Was macht er jetzt hier? Er hat immer noch dieses Symbol hier. Okay, versuch's mal von dort fortzusetzen. Hallo? Komm, ich steck's dir in die Luft. Guck mal. Übi. Und mach doch diese vergammelten Pfannkuchen jetzt weiter. Mach mich nicht aggressiv, Digga. Im Moment. So, Victor Mills wird mit C geschrieben. Resetzim Victor Kannst du das bitte jetzt fortsetzen? Oh, Dankeschön. Hast du mal das Geilste? Dabei habe ich noch nicht mal irgendwie CC oder sowas hier drin, ne? Also diesen ganzen Custom Content. Das habe ich halt nicht eingebaut, weil es dann bei mir erst recht rumgebuggt hat. Wobei das mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her ist und mittlerweile vielleicht das CC ein bisschen anspruchsvoller in der Verarbeitung ist, dass sowas nicht passiert. Könnte ich mir auch vorstellen. Ah. So, wir überlassen ihm da jetzt auch seinem Schicksal, auf Claudio zu wechseln, der in Topwäsche hier steht. Leute, warum werdet ihr denn alle so dick? Okay, hier hat jemand Hähnchenbrust gemacht. Nehmt ihr doch mal Hähnchenbrust zum Frühstück. Das schadet bestimmt nicht. Gehst du jetzt bis nach oben? Das ist ein guter Plan hier. Guck dir das mal an. Aktuellen Kanal schauen. Nachdem der Betrunkene da fertig ist mit seinem Gesinge, hoffentlich. So, aber damit kommen wir auch schon am Ende an.
Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.